Willkommen zurück bei Raft auf unserem kleinen, aber feinen Floß. In der letzten Folge haben wir uns den Schmelzofen gebaut und mal so ein bisschen noch zusammen rausgefunden, wie wir dann an einen Erze kommen, beziehungsweise wie die Erze eigentlich aussehen unter Wasser. Und in der heutigen Folge würde ich sagen, bauen wir das Floß mal noch ein bisschen aus, machen vielleicht nochmal einen Stock oben drauf, dass wir zwei Stockwerke haben und dann mit diesem zweiten Stockwerk auch einfacher oben auf die Inseln drauf kommen. Dafür würde ich gerne als erstes tatsächlich einen Wurfanker bauen. Beziehungsweise, nein, keinen Wurfanker, den stationären Anker. Einfach, um immer die Möglichkeit zu haben, das Floß anzuhalten, wenn ich es möchte oder wenn ich es brauche. Wir haben ja auch schon ein bisschen was vorbereitet. In der letzten Folge haben wir ja einiges an Erz geschmolzen. Und das ist wahrscheinlich in der großen Kiste, gell? Ja, wir haben einen Metallbarren, einen Scharnier. Das heißt, wir müssen einfach noch ein bisschen jetzt schmelzen. Und dafür nehmen wir uns unser Erz mal hier raus. Und packen es in die Schmelze rein. Wir brauchen noch zwei Metallbarren insgesamt. Ein Metallbarren, oder nee, ich glaube zwei sogar nur noch. Weil ein Metallbarren haben wir ja schon und ein Scharnier. Und wir brauchen drei Metallbarren und eben das eine Scharnier und ja gut, das ist das bisschen Seil da. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, der Wurf, der war etwas zu kurz. Und wenn wir dann unser Metallbarren haben, oder unseren Wurfanker, dann würde ich auch mal auf so einen Metallspeer gehen. Und jetzt legen wir uns erstmal hin, wenn wir noch was getrunken haben. Um mal wieder Tag zu haben. So, sehr, sehr durstig. Also kochen wir noch ein bisschen Wasser ab. Und Essen müssen wir kochen. Essen müssen wir kochen. Dann nehmen wir Haifleisch. Und kochen mal das Haifleisch ab. Zweimal das Ganze. Und dann müssen wir eigentlich auch schon wieder angeln. Angelzeit ist angesagt. Wie machen wir das? Ich brauche noch eine neue Angel. Und ich muss erstmal hier den ganzen Schund los sein. Ich habe so viel Zeug dabei. Das ist unglaublich. Aber ihr hört schon, ich bin deutlich hungrig. Für die Angel. Was brauchen wir denn? Angel, Angel, Angel. Auf jeden Fall noch einen Haufen Seile. Und mit den Angeln können wir jetzt ja gleich uns wieder dann einen Haiköder machen. Und grillen. Das wäre auch noch wieder so ein Punkt. Wir brauchen nämlich noch einen großen Grill. Um jetzt... Oh Gott, nein! Raus aus dem Wasser. Um jetzt diese größeren Fische, wie zum Beispiel den Lachs, zubereiten zu können. Hör auf, hör auf, hör auf. Hör einfach auf, Rudi. Hör einfach auf. Und ich brauche noch einen neuen Holzspeer, glaube ich. Ach, dieser Hai. Oh, guck mal, da kommt ein Fass einfach so durchs Floß wieder durchgefahren. Okay, wir machen erstmal noch einen neuen Speer. Dafür brauchen wir auch wieder noch ein Seil zusätzlich und noch eine Planke zusätzlich. Mal gucken, ob wir da an das Fass da hinten rankommen. Zack. Und die Planke nehmen wir uns auch noch mit. Und jetzt haben wir alles Holzspeer herstellen. Und erstmal was trinken. Und wir brauchen noch mehr Planken, sehe ich gerade. Also von diesen Pflanzen haben wir mittlerweile echt viel. Aber das Holz, das fehlt schon wieder. Vergiss es, Möwe. Vergiss es einfach. Aber wir brauchen so viel neues Zeug. Die Angelrute haben wir gebaut, den Speer haben wir gebaut. Jetzt kommt als nächstes unser Wurfanker dran. Und wir haben
Haifleisch. Da holen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Energie zurück. Dass das Gejammer da aufhört. Oh, ich hab Hunger. Ich bin ein armer, armer Mensch auf einem einsamen, alleinigen, lebenden Floß. Bla, 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 bla. Und ich bin schon wieder runtergefallen. Gerade mal Metallbarren rausnehmen und neues Erz reinlegen. Wir müssen echt mehr Fässer sammeln. Ah, so. Als nächstes den Plastikhaken. Den bauen wir auch nochmal direkt nach. Oh, wir haben auch gar kein Holz mehr. Mist. Aber eine Planke können wir wenigstens unterlegen. Und sobald wir jetzt den Anker gebaut haben, bauen wir als nächstes, auf was habt ihr denn Bock? Ich würde sagen, wir machen mal den Grill. Und da vorne kommt die nächste Insel. Okay, vielleicht sammeln wir auch einfach noch ein bisschen Holz ein. Und schauen erstmal, dass wir hoch können auf der Insel. Da hätte ich aber tatsächlich jetzt gerne, wenn es irgendwie geht, den Anker vorne noch fertig gebaut. Was brauchen wir denn für den Anker noch? Planken, Seil, Metallbarren. Na gut, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Seil ist unstrittig oder unproblematisch. Holz, ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Ein bisschen Planken können wir uns noch holen. Eine und eine zweite und dann können wir, wenn wir an der Insel sind und uns wirklich hochbauen können, haben wir auch noch die Möglichkeit, nochmal neu Holz abzubauen. Jetzt müssen wir aber erstmal hier ein bisschen rüberfahren. Und für den Anker, da brauchen wir noch Seil und herstellen. So, oh, der ist ja, fuck, ist der groß, ey. Da muss ich jetzt erstmal kurz gleich mal... Ups, nicht... Nein, ich brauch dich noch. Da müssen wir jetzt erstmal kurz schauen, wie wir den... boah. Er braucht auf jeden Fall ein Loch im Boden, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. So, mal gucken, ob wir hier so ein bisschen anlanden können. Ach, ich mache hier nochmal Segel ran. Und dann, und dann, und dann, und dann... Halt. So. Festhalten. Der Anker. Ich würde sagen, wir brauchen dann auf jeden Fall eine Foundation in der Mitte, so als Loch, so wie hier. Eins. Müssen wir gerade mal kurz schauen. Wenn wir das dann da drauf stellen, können wir auf jeden Fall hier schon die Foundation wieder bauen. Hier und hier. Und da können wir jetzt den Anker reinbauen. Das ist geil, oder? Und jetzt bauen wir hier noch... Zack, das quasi so hin. Und jetzt haben wir hier den Anker, der in der Mitte runtergehen kann. Und jetzt machen wir gerade mal hier das Segel runter und werfen den Anker. Perfekt. Oh, wir können sogar... Da können wir sogar durch. Das ist auch geil. Also da können wir durch, dann können wir mit unserer Axt einmal hier rüber und ein paar Planken holen und Kokosnüsse. Och Rudi, ist das dein beschissener Ernst? Okay. Dann gib uns mehr rohes Haifleisch. Finde ich sehr gut von dir. So, okay, Rudi weg. Das heißt, wir strukturieren, wir planen mal kurz um, wir strukturieren nicht um. Ich möchte nämlich dann in der Zeit, in der der Rudi nicht da ist, einfach schnellstmöglichst noch ein bisschen was abbauen hier. Hier unten mal noch ein bisschen Metallerz holen. Und vielleicht ist auch so eine Sauerstoffflasche noch interessant, ne? Oh Gott, das könnten so viel noch machen. Jetzt muss ich erstmal wieder hoch. Oh. Oh oh. Oh oh, schnell hoch. Was mir gerade so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht, ihr seht, ist einfach diese ultra langsame Bewegungsgeschwindigkeit. So, und wieder runter.
Wir holen jetzt einfach mal alles mit, was wir kriegen können. Lehm, Sand, Schrott und eben diese Metallerze. Ich weiß es nur nicht, wie lange der Rudi noch weg ist. AFK quasi. Away from killing. So, und jetzt stoßen wir hier nochmal runter und suchen uns Metallerze. Also für die brauchen wir echt eine Sauerstoffflasche, dass wir hier länger unter Wasser bleiben können. Ihr seht, wie tief die Insel runtergeht oder wie tief man hier runtertauchen kann. Ich tauche erst nochmal schnell auf. Dann müssen wir uns gleich nochmal umschauen nach dem Rudi. Nicht, dass der plötzlich hier irgendwo auftaucht. Wieder aus dem Nichts. Oder wieder durch irgendeinen Felsen durch. Oh, und da kommt er schon. Hallo Rudi. Na, wie geht's? Alles Haus. Verpiss dich doch einfach mal. Du bist hier nicht erwünscht. Au. Da kam schon wieder durch den Felsen durch. So. Ja, ich weiß. Autsch. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, boy. Oh, geschafft. Wir sind auf dem Floß und wir haben sowas von kein Leben mehr. Oh, Mann. Oh, mein Gott. So. Wir schmeißen mal kurz den Fisch hier raus, nehmen den Gegartenhai und essen den jetzt erstmal schnell. Und jetzt nehmen wir den rohen Wels, den können wir eigentlich irgendwo mal zwischenlagern. So, Wels raus, Lachs raus, Haikopf. Komm, Haikopf. Daraus, haben wir noch irgendwo jetzt Haifleisch? Nee, aktuell nicht. Aktuell haben wir da kein Haifleisch mehr, aber wir haben auch nicht genug Holz, um die Treppe zu bauen. Was brauchen wir denn für die Treppe? Moment, die Treppe. 3 Nägel und 6 Holz. Wir haben doch mit Sicherheit noch irgendwo Holz über. Oh, so wenig Holz. Das ist ja blöd. Ich würde ja gern da hoch, ne? Aber ich glaube, da haben wir keine Chance, uns hier irgendwo hochzuarbeiten. Mist. Das ist wirklich ärgerlich. Dann trinke ich jetzt gerade noch einen Schluck. Dann koche das nochmal ab und dann müssen wir wirklich vor dem nächsten Mal schon wieder vermehrt Holz einfach sammeln. Wir haben jetzt 5 Holz. Ich kriege aber auch sonst nirgends Holz mehr raus. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt hier noch 3-mal durchgehe, kriege ich da kein Holz. Alles nur wegen dir. Was machen wir denn jetzt? Ich würde gern eigentlich da unten noch ein bisschen mir Zeug holen. Und das kann ich ja auch machen, ohne dass ich Holz habe. Aber dann legen wir erstmal schnell unser Metall ab. Eins schmelzen wir noch und den Rest legen wir raus. Schrott legen wir raus. Ach, komm, Steine auch. Lehm. Kokosnuss können wir essen und die Axt, die hat auch noch ein bisschen Leben übrig. Sich so auf den Hai drauffallen zu lassen, finde ich auch irgendwie eine witzige Möglichkeit. Weil da kann er nicht viel gegen machen und er ist normal nicht so schnell in der Reaktion, dass er dann gut außen rumkommt. So, jetzt ist es halt nur wieder die Sache, wo ist er gerade, ne? Weil der kommt ja auch gerne mal unvorhergesehen aus dem Nichts. Da kommt er. Autsch, okay, gut, wir müssen wieder hoch. Hilft nix. Guckt euch das Leben an. Der kommt gerade zurück, der Hai. Hopp, raus. Anker lichten. Hoi, holla die Waldfee, der springt ganz schön raus.
Okay, adieu, liebe Insel. Wir müssen einfach noch Holz sammeln. Und dann bauen wir hier neben den Anker. Gehen wir hier neben den Anker oder hier vorne vielleicht hin, wo das Holz, wo hier so ein bisschen schon kaputt ist. Dass wir einfach hier an der Seite so grob irgendwo dann die Leiter hinbauen. Unsere Treppe nach oben. Und dann können wir nämlich ein zweites Stockwerk oben drauf bauen und von da aus dann immer auf die Insel springen. Weil ich glaube, es gibt jetzt keine Insel mehr mittlerweile, die flach genug ist. Also wo wir einfach so hoch springen könnten. Dafür muss ich feststellen, bleibt man wirklich an Ort und Stelle, bis der Tag gewechselt ist. Also man schwimmt nicht weiter. Das ist eigentlich gut zu wissen. Das war ja so die Befürchtung auch das letzte Mal unter anderem, dass wir dann abdriften. Und wenn das nicht so ist, ist es eigentlich ideal. Weil dann haben wir nämlich dann die Zeit, beziehungsweise können vorher nochmal schnell Energie tanken, Licht machen, etc. Bevor wir dann wirklich, was weiß ich, ins Wasser springen, da nochmal Gegenstände farmen. Jetzt lass mich halt raus. Toll. Rausgesprungen und durch den Anker wieder ins Wasser gefallen. Ich komme nicht raus. Was ist denn jetzt? Hallo? Boah. Also, heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich weiß auch nicht. Okay. Dann Holz sammeln. Und zwar viel Holz. Natürlich schwimmt das jetzt alles wieder so an uns vorbei, dass durch unsere Fangnetze nichts durchgeht. War irgendwie zu erwarten. Ich habe das Gefühl, sobald man diese Netze aufgebaut hat, kommt an der Stelle nichts mehr vorbei. Nur noch überall anders. Aber bloß nicht da, wo man sein Sammelnetz aufgebaut hat. Jetzt ist aber gut. Willst du... Das ist auch so eine gefährliche Stelle hier, weil da eben unser Anker drauf steht. Vielleicht machen wir das sicherheitshalber mal so ein bisschen Schutz außenrum. Und hier vorne bräuchten wir auch noch was. Und Durst habe ich. Durst. So, Planken. Da kommt noch eine. Wenn ich sie fangen kann, dann nicht. Ich stelle mich gerade irgendwie ein bisschen zu blöd an, das Zeug einzufangen. Kunststoff brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ja, aber wenn es da schon so vorbeikommt, nehmen wir es halt mit. Vielleicht brauchen wir irgendwann wieder mehr Kunststoff. Und dann können wir das gut einsetzen. So, jetzt machen wir hier drüben noch einen Schutz hin. Das sieht jetzt zwar alles nicht so unbedingt hübsch aus, aber es ist funktionell. Da laufe ich nämlich jetzt keine Gefahr, dass der Rudi irgendwie den Anker direkt anbeißt, sondern nur außenrum eventuell Schaden verursacht. So, wenn wir jetzt das Fass haben, schauen wir mal, wie viel Holz. 3 Stück. Wir brauchen aber mehr. Noch viel mehr Holz. Vier, fünf, sechs haben wir gleich. Und eigentlich war ja unser Ziel, so ein bisschen den Grill zu bauen. Aber das steht jetzt gerade so ein bisschen hinten an. Weil wenn die nächste Insel kommt, brauche ich, möchte ich eigentlich wirklich schon meine Treppe so weit haben. Jetzt muss ich nur gerade mal schauen, wo meine Nägel sind. 3 Stück. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier an der Seite hoch. Ja, quasi hier so.
Da, dann können wir dann hinten dran schön hochbauen. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Genau, hier gibt es was zu reparieren. Und dann brauche ich auch außenrum wieder einen Schutz. So, aber was ist jetzt hier? Ich brauche doch irgendwie so eine Zwischendecke, ne? Ja, Holzboden. Achso, 2 von 3, ja. Kann ja nicht funktionieren. Das kann ja nicht funktionieren. Und was ich auch brauche, ist so ein blödes... Ich sag's, glaube ich, in fast jeder Folge. So ein blödes Netz, was mich davon abhält, ständig wieder runterzufallen. So, nochmal das Ganze. Holzboden. Ein erhöhter Boden. Das ist das. Und ein Holzboden. Kann ich nur bauen, wenn ich dann auch hier eine Holzsäule hinstelle oder was? Brauchen wir aber nochmal Nägel dafür. Und Nahrung. Ja, dann machen wir jetzt erstmal eine Kartoffel. Und Haifleisch. Oh, 11 Gegenstände haben wir aufgesammelt und 5 Gegenstände. Okay, es kommt doch, es kommt ein bisschen was zusammen. Aber ich brauche halt auch viel mittlerweile, ne? Wenn ich jetzt so die höheren Sachen bauen will oder die höherwertigeren Sachen, ist es schon nicht verkehrt, wenn man ordentlich Materialien auf Vorrat auch hat. So, mal gucken, wie lange es die Kartoffel noch braucht. Na, soweit so gut. Du wirst auch, ja, wirst auch angesaugt. Das ist sehr fein. Kartoffel ist fertig. Na komm, da legen wir gleich noch eine drauf. Was soll der Geiz? Mir geht es ja nur darum, dass ich erstmal wieder ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit habe. Das alles, muss quasi über diesem kleinen Strich sein, den ihr da seht. Dieser durchgezogene Balken. Und sobald er drunter fällt, wird die Bewegungsgeschwindigkeit eben eingeschränkt. Rudi. Benimm dich. Sonst gehst du ohne Abendessen ins Bett. So, ich brauche Schrott. Schrott haben wir hier. Dann mal Nägel herstellen. Schrott wieder raus. Und jetzt müsste ich theoretisch genug Materialien haben für diesen komischen Dings hier. Und jetzt kann ich auch obendrauf... Ah ja, guck an. Meinen Boden machen, aber anscheinend muss ich hier links auch schon wieder was hinstellen. Um dann diesen Boden erweitern zu können noch. Dass der gestützt ist. Ja, ich würde mal versuchen, erstmal schnell noch neben der Treppe Foundations zu platzieren als Schutz. Da müssen wir irgendwann das Floß vielleicht auch mal wieder so ein bisschen in Form bringen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt hoch auf die Insel, wenn wir es denn benötigen. So, Wasser und Grill. 2 Metallbarren, 6 Nägel. 1 Metallbarren haben wir, dann machen wir noch einen. Nägel können wir auch noch herstellen und von diesem komischen Glibberzeug können wir auch herstellen. Dann muss ich nur schon wieder was essen. Moment, ich muss mich da immer mal ein bisschen orientieren, weil das jetzt alles so anders ausschaut. Noch eine Planke. Trinken wir nochmal einen Schluck und füllen wieder auf. Aber das Floß wird schon größer, ne? Es wird schon geil. Machen wir dann hier vorne das Loch noch zu und hier hinten. Und dann haben wir eigentlich schon eine schöne Plattform.
Müssen wir vielleicht zwischendurch irgendwo nochmal ein Loch reinreißen, um neue Netze spannen zu können. Welche Richtung? Genau, in die Richtung fahren wir gerade. Ich wusste gerade irgendwie nicht, wo wir hinfahren. Durch dieses Gedrehe an der Insel ist es immer dann ein bisschen verwirrend, aber das sollte jetzt hoffentlich der Vergangenheit angehören. Dadurch, dass wir jetzt hier einfach vor Anker gehen können und uns nicht mehr so abgefahren, hoppla, nicht mehr so abgefahren reindrehen müssen, wenn wir mit dem Seil ja, vor Anker gehen, weil wir uns verkannten. Dadurch hat sich die ganze Zeit ja das Floß immer etwas gedreht. Metallbarren, fertig. 1, 2, Seil, Nägel. Zack, zack. Nägel, zack, zack. Und Planken. Ja, scheitert halt eigentlich mal wieder nur an Planken. Was auf der nächsten Insel? Müssen wir dann irgendwie mal zusehen, dass wir ein paar Bäume fällen. Dass wir da an einen ausreichenden Holzvorrat kommen. So, fortschrittlicher Grill. Wo stellen wir dich denn jetzt mal hin? Hier hinten dran so? Oder wollen wir einen Grill abreißen? Ja, wo stellen wir den hin? Ach, wir stellen den einfach hier so. Hier so? Oder wir drehen den quasi neben den Anker. Dann können wir nämlich quasi hier grillen, Wasser machen und da grillen. Und jetzt machen wir mal Lachs auf den Grill. Ja. Das ist schön. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie auch. Ah ja, Planke platzieren. Okay, also es geht ganz normal über Planken. Nur hatten wir keine, deswegen wurde da auch nichts angezeigt. Jetzt fahren wir mal noch schnell drüber zu dem Floß. Und dann gucken wir mal, wie viel der Lachs eigentlich bringt. Wenn der noch rechtzeitig fertig wird. Ich weiß natürlich auch nicht, wie lange der dann auf dem Grill liegt. Na, wir müssen noch ein bisschen weiter rüber. Da können wir eigentlich auch schon wieder unseren Anker für verwenden, ne? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das finde ich, das Source hasse ich. Ich habe kein Speer gebaut. Gute Nacht. Ich habe kein Speer gebaut. Aber er ist halt wieder so mittendrin einfach und frisst sich hier seinen Weg raus. Wir gehen gerade mal kurz vor Anker. Dann springe ich da mal rüber. Okay, ausreichend Planken bekommen. Oh, so, Foundations bauen. Holzspäne bauen. 8 Planken brauchen wir, 2 haben wir. Das wird natürlich nichts. Dann müssen wir den Anker lichten. Kommen aber jetzt vorne an einer Insel an. Hoffe ich mal. Und da sollten wir jetzt dann auch mit unserer Treppe hochkommen, um eben oben Holz ernten zu können. Und dann haben wir ausreichend Planken. Aber wie wir anlanden und wie wir farmen, das sehen wir in der nächsten Folge. Also bleibt dran. Es wird wieder spannend. Wir haben nämlich noch einiges auszubauen an unserem Floß. Bis dahin dann. Macht's gut. Ciao.